Ahmad Mansur, wenn Sie auch auf die täglich ankommenden ukrainischen Geflüchteten schauen, viele Frauen, viele Kinder, und wenn Sie Revue passieren lassen, auch aufgrund Ihrer täglichen Arbeit, dass dieses Ankommen, das sich emotional verankern, sich einlassen auf eine Gesellschaft ein langer Prozess ist, was geht Ihnen durch den Kopf mit Blick auf diese neuen Herausforderungen und vielleicht auch die Erfahrungen, die es bis jetzt gibt? Fehler, die man vermeiden könnte, und ein Weg für eine Gesellschaft, der uns allen vorschwebt, als unser Ziel. Mehrere Punkte, die, glaube ich, enorm wichtig sind. Naike hat gesprochen von ihrer Erfahrung, als sie nach Deutschland kam und erstmal nicht wirklich angekommen ist, weil sie dachte, sie kehren zurück. Wir kennen das nicht nur von Naike, wir kennen es noch fataler leider von den Gastarbeitern. Wir haben ja vorher auch angesprochen, die wirklich von der Mehrheitsgesellschaft, aber von sich selber auf Koffer gelebt haben. Das heißt, sie haben gesagt, ja, in 2, 3 Jahren, noch 5 Jahre, dann kehren wir zurück. Das ist vor allem für die Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene fatal. Deshalb ist mein Appell zu sagen, ich hoffe sehr, dass alle Syrer, alle Ukrainer irgendwann, wenn sie wollen, in ihre Heimat wieder leben können. Aber wenn wir richtig mit diesen Einstellungen auch die Integration betreiben, dann glaube ich, machen wir genauso die gleichen Fehler. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Leute bei uns bleiben. Ich weiß, das gefällt nicht so viele, aber unsere Integrationsmaßnahmen müssen sich darauf basieren. Und wenn diese Leute irgendwann zurückkehren, was in der Geschichte nicht wirklich oft passiert, dann ist es noch viel besser für die Menschen, wenn sie es wollen. Zweitens, was mich stört und auch emotional betrifft, dass wir wirklich in den letzten Jahren so massiv in der Politik vor allem über das Thema Integration gesprochen, aber wir sind nie in der Tiefe gegangen. Dass wir wieder überrascht sind, dass wir Migranten und Flüchtlinge bekommen, zeigt, dass wir nicht wirklich tief gegangen und auch Strukturen aufgebaut haben, die in Fälle von einem Krieg, und leider leben wir in einem Globus, wo immer wieder Kriege passieren, auch schnell reagieren können. Wir wiederholen die gleichen Fehler, wir sind unorganisiert, die Verteilung dieser Menschen funktioniert nicht. Und wieder mal ohne den Ehrenamtler, die tagtäglich heute Familien unterstützen, die mittlerweile Leute sogar in ihren Zuhause mit aufnehmen, werden wir in einen ganz anderen Zustand und der ist nicht schön. Drittens, Willkommenklassen. Ich mache die Erfahrung, dass Willkommenklassen in den letzten 7 Jahren nicht wirklich funktioniert haben, dass sie dazu beigetragen haben, dass Parallelgesellschaften entstanden. Das war für viele Schulen sehr bequem, einfach zu sagen, ja, das sind die Flüchtlingsklasse, die bleiben 2, 3 Jahre da. Es passiert nie etwas an Austausch. Es findet nicht wirklich Kennenlernen, emotionaler Zugang. Und ich würde jetzt appellieren, und ich finde, es ist zu spät, zu sagen, je schneller diese Leute in Regelunterricht kommen, vor allem die Kinder, desto besser. Ja, sie müssen und brauchen auch Deutschunterricht zusätzlich, aber ich will, dass die Leute in Regelunterricht kommen und nicht sozusagen separiert werden, indem man sagt, ja, noch 2 Jahre lernt ein bisschen Deutsch und dann nehmt ihr noch eine Sprache mit. Das funktioniert nicht. Und der allerletzte Punkt ist die Trauma, die diese Leute mitbringen. Und ich glaube, viele unterschätzen auch den Weg, den diese Menschen aus der Ukraine hierher gemacht haben, was für Veränderungen sie innerhalb von 6 Wochen erlebt haben. Ich meine, sie saßen wie bei uns vor 6 Wochen und haben in ihrem Zuhause Abend gegessen und ihre Kinder morgen zur Schule gegangen. Auf einmal mussten sie bei Null anfangen, alleine. Die meisten Männer sind noch da. Und das ist eine Trauma, die auch vor allem unsere Gesundheit, unsere seelische Gesundheitssystem, die schon unfassbar seit 2 Jahren überfordert ist, noch mehr überfordert. Und da müssen wir und sollten wir anfangen, nach Lösungen zu suchen und nicht nur zu sagen, wo es nicht funktioniert. Und da, glaube ich, hat die Politik noch nicht richtig verstanden, was für Aufgabe auf uns zugeht. Als Psychologe blicken Sie da auch noch mal anders drauf, auf dieses seelische Gefüge und auch auf dieses innere Zerrissensein und auch auf eine Traumabewältigung. Absolut. Ich glaube, man denkt, dass die Menschen eine seelische Begleitung oder sagen wir eine Psychotherapie brauchen, wenn da Symptome auftauchen. Erfahrungsmäßig tauchen diese Symptome nach Jahren.
meistens nachdem die Leute ankommen, nachdem sie nicht mit Überleben beschäftigt sind. Das haben wir bei den Sura genauso bemerkt. Erstmal, wenn sie eine Wohnung gehabt haben, gearbeitet, die Sprache beherrscht, auf einmal Schlafstörung, Panikattacken und so weiter und so fort. Aber wir sind unvorbereitet. Ich meine, es ist nicht nur die Ukraine-Krise, es ist nicht nur die syrische Flüchtlinge oder die irakische Flüchtlinge. Es ist noch dazu 2 Jahre Corona-Maßnahmen, die Kinder am meisten getroffen hat, wo seit fast 1,5 Jahre fast unmöglich in Großstädten eine Psychotherapieplatz zu bekommen. Und das kommt zusätzlich. Und da, glaube ich, brauchen wir eine strukturelle Veränderung, um schnell agieren zu können, bevor wir auch noch eine Gruppe irgendwie zu lange vergessen. Nalka Forotan, Sie haben genickt beim Stichwort Schulbildung und auch beim Strukturieren derer, die neu sind in einem Schulsystem. Es fiel auch dieser harte Satz, die Willkommensklassen haben nicht so funktioniert, wie man es erwartet hat. Aber jetzt reden wir wieder von Willkommensklassen. Wo würden Sie ansetzen? Warum ist das gescheitert? Wie sieht die bessere Lösung aus? Das Problem ist und die große Frage, wie oft können wir uns leisten, immer wieder von vorne anzufangen und immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Wir haben ja tatsächlich beim Anwerbeabkommen 1955 und eben wurde es ja gesagt, das sogenannte Heinz Kühn mit dem Kühn-Memorandum war ja erst Ende der 70er Jahre. Das heißt, es hat 25 Jahre gedauert, bis jemand kam und gesagt hat, diese Menschen bleiben jetzt und wir müssen uns überlegen, wie wir sie in Schulen, im Arbeitsmarkt, im Wohnungssektor und so weiter unterstützen oder integrieren. Damals wurde ja die große Frage das erste Mal gestellt. Da waren die Leute schon sehr lange hier. Und wir hatten tatsächlich da schon 25 Jahre dieser sogenannten Ausländerklassen hinter uns. So hießen die damals mit der Idee, okay, die kommen hierher, die bleiben ja nicht hier, also sollen ihre Kinder auch nicht mit den anderen Kindern in die Schule gehen. Das Wichtigste ist, dass sie ihre Sprache nicht verlernen, weil die sollen direkt wieder zurückgeschickt werden. Solche Anfangsfehler haben dann lange, lange die Debatten noch bis in die 2000er hineingeprägt. Und so wie Ahmad Mansour eben gesagt hat, man hat direkt wieder bei den 2015-16 ankommenden syrischen und afghanischen Geflüchteten den gleichen Fehler gemacht. Schulen, segregierte Schulklassen geschaffen. Und im Moment ist es bei den ukrainischen Kindern interessanterweise umgekehrt gewollt. Da ist auch noch ganz stark, die gehen alle zurück. Ich bin wirklich gespannt, wie lange wir diese Idee aufrechterhalten werden. Die ist auch natürlich bei den traumatisierten ukrainischen Geflüchteten gerade. Wir bleiben hier nicht, wir gehen zurück. Aber wir müssen uns ehrlich machen, wer glaubt, dass diese große Gruppe in so kurzer Zeit wieder wird zurückgehen können in diese kaputten Städte? Das ist ein Mythos. Und da ist gerade die Idee, die ukrainischen Bildungsfachleute wollen, dass die Kinder in ukrainisch unterrichtet werden. Im Grunde genommen fängt das an, wo wir 1955 mit gestartet haben. Ich bin absolut bei Ahmad Mansour zu sagen, wir müssen die Schulen und die Bildung tatsächlich stärker integrativ und gemeinsam aufsetzen. Jetzt fragen wir Sie nochmal und geben den Ball zum dritten Mal ins Publikum, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Sehr verehrte Damen und Herren, dritte Frage an Sie in unsere virtuelle Runde. Wie können wir die gesellschaftliche Integration und die politische Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund fördern? Vielleicht auch gerade angesichts dessen, was wir jetzt in den letzten Momenten hier gehört haben. Also, Sie sind eingeladen, Ihre Meinung an dieser Stelle einzugeben und mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir lassen Ihnen eine Weile Zeit und dann schauen wir, was Sie uns mitgeben, auch am Ende unserer Diskussion, um mit Ihnen Bilanz zu ziehen unseres Gespräches. Ahmad Mansour, das heißt, diese Gesellschaft, haben wir gerade gehört, hat aus vielen Fehlern nicht gelernt. Viele Fehler wiederholen sich. Und strukturell auch eine Symbiose zu schaffen, die das Ankommen, das sich hier auf etwas Neues einlassen, also neue Werte annehmen, dass es doch etwas schwerer macht. Dennoch von Ihnen der schöne Satz, schaut, wir haben was zu bieten. Und gleichzeitig dieses Wir als Gesellschaft neu zu definieren.
wie könnten die nächsten Schritte aussehen? Was würden Sie ändern? Was würden Sie fordern? Und wo würden Sie ansetzen? Über offene Debatten haben wir gesprochen. Das fordere ich ja die ganze Zeit. Das müssen wir sprachfähiger werden und solche Themen nicht die Ränder überlassen, sondern differenziert in der Mitte sprechen. Ich bin, je mehr ich in Schulen arbeite und je mehr ich lese und Diskussionen und Gespräche mit Schüler und Schülerinnen und Eltern, desto mehr denke ich, wir brauchen eine radikale Schulreform. Die Schule von heute funktioniert nicht mehr für die Zielgruppe von heute. Und die Zielgruppe ist vielfältiger. Es kann nicht sein, dass wir Lehrer und Lehrerinnen haben, die natürlich tagtäglich unfassbar leisten, seit 2 Jahren noch viel mehr, die aber in Schulen arbeiten, wo mittlerweile 80-90% Menschen mit Migrationshintergrund da sitzen und diese Lehrer und Lehrerinnen ihre Ausbildung nicht mal 1 oder 2 Kurse besucht haben, wo es um interkulturelle Kompetenz zum Beispiel geht, um Kennenlernen von den Kulturen der Schüler und Schülerinnen, mit denen sie arbeiten, um Konflikte irgendwie besser zu verstehen. Ich bin ja fast ausgebucht mit Fortbildungen für Lehrer und Lehrerinnen, die damit irgendwie nicht klarkommen, weil da gibt es antisemitische Aussagen, da gibt es irgendwie Zwangsverheiratung, da gibt es irgendwie Ablehnung von Frauen als Autoritäten und so weiter und so fort. Und das ist eine unfassbare Überforderung. Das bedeutet, wir brauchen eine Schule erstmal, die allen, egal woher diese Kinder kommen, die gleichen Chancen geben auf Bildung und nicht sehr schnell auch in Klassen denken, nach der 5. Klasse hier in Berlin, in Leute, die sozusagen jetzt plakativ gesagt Versager, die keine Chance auf Abitur haben, keine Chance aber auch auf Ausbildung haben und diejenigen, die zur Elite gehören und sehr schnell und sehr einfach dann sozusagen hier in diesem Land Karriere machen sollen. Das soll sich radikal ändern. Wir brauchen Lehrer und Lehrerinnen, die in der Lage auch Werte zu vermitteln in den Schulen. Wir brauchen eine Schule, die in der Lage auch politische Diskurse zu führen. Also ich denke an England und ihre Debattenkultur zum Beispiel oder Debattierclubs, die da haben, wo Kinder schon ganz früh lernen, über auch politische Themen zu diskutieren und leidenschaftlich, argumentativ bei Pro und Contra auch zu arbeiten. Das, glaube ich, ist enorm wichtig für die Wertevermittlung und für die demokratischen Grundprinzipien. Und wir brauchen auf die politische Ebene, weit weg von diesen Sonntagsreden, weit weg von diesen Parolen, weit weg von, wir zelebrieren Vielfalt in Bilder, die wir brauchen für unseren Wahlkampf, sondern zu mehr struktureller Veränderung, Lernen von Krisen, Lernen von Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, auf natürlich Bundesebene und dann beim nächsten Mal dann sozusagen besser werden, professioneller werden und nicht anwesend oder angewiesen auf natürlich unfassbar wichtige Ehrenamtler. Aber diese Arbeit muss professioneller betrieben werden und sie muss natürlich von Bund auch übernommen und an die Kommunen weitergegeben in eine Professionalität, die von Jahr zu Jahr, von Krise zu Krise besser und besser wird.